Hallo nach da draußen, hier ist wieder der Gitarrenkram für euch. Mit euch hier im Deadline at Six Studio, der Gonz. Ja, und der Carsten. Wie gehabt. Und wie ihr vielleicht am Titel schon gesehen habt, der Gonz hat eine neue Gitarre gekauft. Genau. Von seinem Taschengeld. Also dieses Video ist nicht irgendwie gesponsert von irgendjemanden. Er hat sich die gekauft und das hat eine kleine Vorgeschichte. Alle, die unseren Podcast gehört haben, haben ja vielleicht schon mal die Folge gehört, wo es um Kaufen und Verkaufen ging, oder kommt die noch nicht raus? Doch, vielleicht könnten wir das gerade erklären für die Leute, die das gar nicht wissen, dass wir einen Podcast zusammen haben, Gitarrenkram, ja, könnt ihr auf eurer Lieblings-App nachhören, ne, diverse Folgen jede Woche und oder auch hier auf YouTube gucken. Ne? Genau, ne? Wir lassen das Video immer mitlaufen, wenn wir aufnehmen. Früher war es mit Zoom, dank Corona, und jetzt, wo die Zahlen runtergegangen sind, sind wir hier face-to-face im gleichen Raum. Genau. Und ja, und wir hatten also, wir hatten letztens schon eine Folge. Ich habe jetzt leider nicht, ich glaube die 24 war es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da hatten wir drüber gesprochen, über unsere Lieblingsgitarren. Also nicht, wir hatten das ja so, wir haben nicht gesagt, was ist jetzt unsere Lieblingsgitarre, sondern was finden wir an der Gitarre richtig gut. Ja, also was sollte eine Gitarre haben und so weiter. Ne? Da hatten wir ja dann, was weiß ich, über von Farben, über Griffbrettradien oder Locking-Tuner oder nicht. Oder Positionen von Klinkenbuchsen, genau, alles Locking-Tuner. Genau, also es geht nicht um eine spezielle Gitarre, sondern es geht einfach darum, wie soll die aufgebaut sein. Ne? Auch verschiedene Gitarren können natürlich verschieden aufgebaut haben und verschiedene Features haben. Ne? Das, ja. Und dann haben wir noch eine Folge aufgenommen, die heißt eBay-Gitarren. Und da haben wir mal über unsere Gitarren gesprochen, die wir so über die Zeit gekauft, aber vor allen Dingen verkauft haben, ja, ne, bei eBay. Und da war es halt so, dass ich leider, nee, was heißt leider, ich habe letztes Jahr eine Harley Benton HB 35 mit Lemon Plus mit dem Lemon Top verkauft. Das ist diese ES 335 Kopie. Ne? Die hat aber auch so ein paar schöne Features gehabt, wie zum Beispiel die Klinkenbuchse in der Zarge und den Toggle-Switch wie bei einer Les Paul oben, ne? Und sogar Coil-Split, ja. Und schöne Halsform, sag ich mal. Ja, die Tuner waren wirklich okay. Und ich habe die aber verkauft, das erzähle ich da auch nochmal kurz, aber kann ich ja auch nochmal kurz erklären. Ja, die waren mir zu groß, die waren ein bisschen schwer und dafür für live, ja, war es jetzt nicht so mein Ding. Dann einfach, weil sie halt zu unhandlich war, ja, und habe ich gedacht, komm, weg damit. Hab's aber so ein bisschen bereut. Hab's so gedacht, ah, ein bisschen fehlt sie mir schon, aber trotzdem konnte ich das ja nicht wegdiskutieren, was mir jetzt nicht so hundertprozentig dran gefallen hat. Plus, ich kann auch jetzt keine Pickup wechseln, weil bei so einer semi-akustischen, ja, dann musst du das durch die F-Löcher irgendwie fummeln und so mit den Kabeln und hin und her. Da hast du keinen Bock drauf, ja, das brauche ich nicht. Ne? Ja, und dann auf einmal habe ich witzigerweise nicht bei Harley Benton, ich habe die nämlich auch abonniert bei Facebook, sondern bei Gitarre und Bass habe ich zum ersten Mal die Gitarre gesehen, ja. Mhm. Die neue, die wir jetzt auch gleich zeigen. Und habe ich so gedacht, oh, die sieht aber toll aus, ne? Und Harley Benton hatte die ja schon irgendwie auch bei Facebook so ein bisschen angeteasert. Die haben die angeteasert, so, genau. So die Rückansicht vom Hals-Korpus-Übergang. Ja, und ja. Aber da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so eine Gitarre wird, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Und bin direkt auf die Thomann-Seite gegangen. Und die war auch sofort lieferbar. Ja, dann habe ich auf Bestellen gedrückt, ja. Und nochmal lieben Gruß an DHL, ja. Die Gitarre war für Freitag angekündigt. Am Mittwoch kam sie dann endlich. Das habt ihr richtig gut hingekriegt. Also so lahm hatte ich das schon lange nicht mehr, dass mir ein Paket geschickt worden ist, ne. Aber gut, es ist ja angekommen. Der Karton war übrigens offen, ne. Von wegen, stand ja drin in der App, ne, muss neu verpackt werden. Ja, Pustekuchen, war nichts verpackt. Okay, ja, kann passieren. Aber sie ist unbeschadet angekommen? Ja, ja, also der Innenkarton, der war dann in Ordnung. Von daher kein Problem. Und ja. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich habe sie nämlich noch gar nicht gespielt. Ich nehme sie de facto jetzt wirklich das erste Mal in die Hand. Sie steht hier hinten. Und ich würde sagen, ich mach den Gurt mal ab. Ja, ich würde sagen, wir sprechen mal drüber, was hier ist er, hier unten, was jetzt
Tolles an der Gitarre. Warum? Was ich, ja. Punkt 1, mattes Finish. Ja? Finde ich auch sehr geil. Ich finde so mattes Holz generell super. Ja. Und was man auf den Bildern gar nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob das hier rauskommt, die hat hier so einen Farbverlauf. Also die ist hier unten heller als hier oben, von hell nach dunkel. Ja. Finde ich extrem schick. Ja, ich auch. Dann kannst du sie gerade mal drehen. Dann hinten ist es schwarz, auch matt. Ist ziemlich untypisch für eine semi-akustische, aber ich finde es eigentlich total schick. Erinnert mich so ein bisschen an die Limited. Wie heißen die, die du auch hast, die so in... Diese EC Eclipse. Ja, genau, diese Eclipse-Serie. Ne? Also die ist da auch schon so ein bisschen angelehnt. Also ich finde, das insgesamt haben sie so vieles Gutes aus verschiedenen Serien sich irgendwie geschnappt. Wenn du nochmal... Und hatte ich ja eben schon erzählt, ne? Man hat hier auch ein E-Fach, also jetzt hier irgendwie Pickups tauschen oder irgendwas tauschen, ist halt relativ einfach. Also wie bei jeder anderen Gitarre eigentlich auch. Ne? Also... Mir gefällt der Hals-Korpus-Übergang super. Ja. Mal kann ich gucken, wenn ich sie in der Hand habe, zum Spielen, wie es dann ist. Genau, dann der Hals ist auch matt lackiert. Ne? Der fühlt sich super an. Ja, ist das Roasted Maple? Das ist Roasted Maple, ja. Sehr schick. Da fällt mir was ein. Ich könnte ja natürlich mal hier auf die Webseite gehen. Da können wir ein bisschen was vorlesen. Ne? Genau. Gehen wir dann mal hier. Hier sieht man es auch. Hat schon Locking-Tuner dran, ab Werk. Also und sogar Groover. Ne? Groover? Ja. Oh, okay, sogar Grover gelabelt, nicht mal mit Harley Benton oder so. Schick. Und man muss natürlich mal sagen, das ist jetzt praktisch der Harley Bentons Vorstoß schon so ein bisschen in das Richtung Premium-Segment. Also wir sprechen jetzt hier von einer Gitarre, die knapp 400 Euro kostet. Stand jetzt heute. 399 Euro. Irgendwo habe ich das auch gelesen, das wäre die, wie haben sie es genannt? Irgendwie Dingsbums Line, also irgendwie... Gut, wir haben ja bei Akustikgitarren irgendwann diese Premium-Line gemacht, wo wir auch beide auch welche davon haben. Ja, finde ich gut, weil das spielt dann, geht halt so in die Liga, wahrscheinlich von dem Mittelklassigen Richtung ESP, Schecter und sowas, aber halt ein bisschen günstiger, weil noch weniger Zwischenhändler dazwischen sind. Genau. Wir haben das, also der Body, würde ich sagen, ist ein bisschen größer als eine Les Paul, also ein bisschen oversized. Ne? Ja, genau. Oder? Ja, das mache ich jetzt hier. Ja, genau. Man sieht es auch schon hier oben. Die Schulter ist einfach einen Ticken breiter wie bei einer Les Paul. Ja. Und wir haben hier auch noch einen Coil Split. Wir haben nur zwei Regler, ja. Master Tone und Master Volume. Das ist auch so eine Geschichte, die ich viel besser finde, ja. Also diese vier Regler brauche ich überhaupt gar nicht, ne? Dann kann man einfach schalten hier die üblichen drei Schaltung plus Single Coil dann halt. Ne? Also man kann jetzt nicht Single Coil Humbucker zusammen irgendwie. Ne? Dann Spoke Wheel hier zum für den Hals zum Einstellen. Da ist dann auch noch hier einfach so ein Stab dabei. Ne? Mhm. Das ist auch das einzige. Das einzige Werkzeug, was dabei ist? Das einzige, was sonst noch dabei war, außer der Gitarre. Und das hat man ja früher immer mal. Wie gesagt, ich habe ja zwei Akustikgitarren. Mindestens und hatte ja dann auch die andere Harley Benton, die HB35, von der ich erzählt habe. Und da waren dann immer diese billigen Kabel noch dabei, die du willst sie nicht wegschmeißen. Ja, du willst sie nicht wegschmeißen, aber benutzen willst du sie auch nicht. Gell? Und das haben sie sich hier halt gespart. Es ist auch kein Koffer oder Gigbag dabei, ja, aber das finde ich eigentlich auch gut. Also, erstens macht es dann die Gitarre auch wieder teurer. Ihr seht, ich habe hier schon zig Gitarren, ich habe auch zig Gigbags. Ich brauche nicht noch ein Gigbag. Wenn ich noch eins brauche, dann kaufe ich mir das Passende dazu. Also das finde ich immer so eine Diskussion, die gibt es ja mal hier und da. Ich meine, wenn es ein schönes Gigbag ist und es ist dabei, okay. Aber ich bezahle lieber 400 Euro ohne Gigbag anstatt 450 oder sowas. Und dann ist dann irgendein Shot dabei, den ich eigentlich eh nicht brauche, weil ich eigentlich schon genug habe. Ja, also manchmal hat man ja dann irgendwie das dabei, das geht höchstens so als Staubhülle durch. Ja. Und würde die Gitarre gar nicht schützen. Und das natürlich bei einer Gitarre. Ich weiß nicht, die hat, man kann es hier sehen, die hat hier einen richtig dicken Block drunter. Also das ist ganz witzig, ich habe mir das mal genauer angeguckt. Der Block ist jetzt zwischen den Pickups unterbrochen. Ne? Ich glaube, kannst du das auch sehen? Also man sieht, dass er hier aufhört, fühlt man auch. Ja. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, das geht ja hier vorne wieder weiter. Ich kann es gar nicht so genau sehen. Bestimmt, mal schauen. Ja. Okay.
Ja. Gut, wir können das ja mal kurz. Spart natürlich einerseits Gewicht, gibt auch ein bisschen mehr Schwingung von der Decke. Ja. Die Frage ist natürlich, wie ist es mit der Rückkopplung, wenn man es richtig laut macht. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Was sagst du denn zum Gewicht überhaupt? Das war ja eine Frage von dir. Ja, das ist immer eine der Sachen, die mich brennend interessiert, weil oft hat man so günstige Gitarren, haben meistens schweres Holz. Ja. Das ist aber, glaube ich, ganz okay. Das ist okay. Also das war ja, das hatte ich ja gesagt, bei der HB35, die war halt auch aus Ahorn komplett. Ja, also auch der Body. Und Ahorn ist natürlich schon sehr dichtes und schweres Holz. Und aber gut, nicht, dass man Mahagoni nachsagt, dass es leicht wäre. Ja, gut, aber das ist gut, die ist dann halt auch ein bisschen größer, aber also ich finde die sehr angenehm vom Gewicht her. Ich kann ja mal noch hier so ein paar Specs vorlesen. Ja? Also Semi-Hollow ist klar, haben wir drüber gesprochen. Der Korpus ist aus Mahagoni, ne? Das hast du ja auch gerade gesagt. Mhm. Die Decke ist aus AAA Riegelahorn Furnier. Gott, okay, also die Decke wird aus Ahorn sein. Genau. Und hier oben ist dann auf dem Ahorn ein dünnes Furnier drauf. Ich würde sagen, so ein Millimeter dick, so mit bloßem Auge. Vielleicht ein bisschen weniger. Und der Hals ist aus gerösteten Riegelahorn. Und einteilig, okay. Nee, steht hier oben ist ein Scarf-Joll, oder? Nee, gar nicht mal. Stimmt, hast recht. Ich dachte erst, das wäre einer, aber das ist die Maserung, genau. Man kann sogar, finde ich, so ein bisschen die Riegelung sehen. Ne? Also die Maserung ist natürlich viel deutlicher, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen, hat so einen leichten Flame-Touch. Ja, da, hier unten ist so eine leichte Flamme zu sehen, hier auch. Ja. Ja, genau. Aber die kommt jetzt nicht so durch, wie jetzt bei einer krassen eine Kuba-Gitarre oder sowas. Ne? Ja, gut, das kann man für den Preis auch nun wirklich nicht erwarten. Ja. Griffbrett ist auch gerösteter Ahorn. Weiße Perloid-Dot-Griffbrett-Einlagen. Gut, das ist ja Standard. Kann ich so bestätigen. Dann Glow-in-the-Dark-Side-Dots. Ja. Okay. Ich lade die mal kurz auf. Und? Schwer zu sagen. Ja, ist, glaube ich, zu hell hier drin. Aber sieht so aus, sind auch schön mittig auf dem Griffbrett an der Seite. Ja, mattes Hals, finde ich, habe ich schon gesagt. Einlagiges Holzbinding, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Naja gut, das also ist eigentlich ich so ein Fake-Binding nennen. Ne? Ich würde das auch nicht als richtiges Binding nennen. Wobei man sieht, ja doch, es ist schon, man sieht, dass es hier, guck mal, hier ist so ein Stück Maserung, was noch was sehen kann. Und das geht nicht von der Decke über. Also jetzt ein Fake-Binding wäre es ja im Prinzip, wenn man jetzt hier das einfach nur abgeklebt hätte und ich hätte es nicht mitlackiert. Ja, aber wie gesagt, du hast ja, das Top, das Ahorn-Top, und da ist ja dann noch das Furnier oben drauf. Ach so, gut, könnte sogar sein, dass es wirklich von dem Top ist, ja. Ja, ja. Ja, hast recht. Das ist, die Mensur ist eine 635 mm Mensur, 25 Zoll. Das heißt, wir sind hier im PRS-Bereich. Ja, ne? Genau. Was auch ganz interessant ist oder gut ist für mich, weil ich bin ja jetzt nicht so der Gibson-Spieler, ja. Ich mag ja lieber so die Fender-Mensur und so bin ich so irgendwie so dazwischen. Und das ist für mich sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, okay. Ich hatte ja jetzt auch, hatte ich ja zuletzt auch meine PRS verkauft, meine PRS SE, und da bin ich das ja auch sehr gewohnt eigentlich. Ja. Die habe ich ja 2 Jahre ungefähr gespielt. Ne? Wir haben Griffbrettradius von 13,78 Zoll beziehungsweise 350 Millimeter. Das heißt, es ist relativ flach, ja, was natürlich, man sagt es immer nach, dann für Bendings sehr gut geeignet ist. Mag ich auch gerne. Sattelbreite sind 43 Millimeter. Ich bin ja auch gern auf der kleinen Seite, finde es aber optimal. Also das ist für dich vielleicht sogar noch ein bisschen wenig, aber wahrscheinlich ist das so die Mitte für uns zwei. Ne? Genau. Also wenn man den Sattel hier anfasst, ist er, glaube ich, nicht perfekt mittig eingesetzt. Also gefühlt steht er hier ein kleines bisschen über, was auf der Seite fehlt. Zu der Verarbeitung kommen wir gleich noch, würde ich mal sagen. Craftec ist der, ne? Tusk-Sattel. Dann sind das 22 Stainless Steel Medium Jumbo Bünde. Ne? Mhm. Also da braucht man sich dann auch nicht mehr drum kümmern irgendwie, dass man die mal neu bodieren muss irgendwann. Stainless Steel, das soll ja angeblich ewig halten. Dann 2 Tesla Humbucker, da kommen wir dann auch nochmal zu, logischerweise. Gut, und jetzt 3 Wege, Toggle hat mir gesagt, Push-Pull hat mir gesagt, Tune-O-Matic Bridge, Crover Locking-Mechaniken. Haben wir alles gesagt. Ne? Die Farbe heißt Frost Flame Sutter. Oder Satan? Satan. Yeah. Oder Satin. Die gibt es dann aber auch, es gibt ja auch nochmal eine andere Lackierung, die dann auch
Glänzendes. Glänzendes, genau. Ja. Die mir auch überhaupt gar nicht gefällt. Also die hier, ich habe die ausgepackt und habe gleich gesehen, ja, hatte die in die Hand genommen und habe schon, dann kurz danach habe ich dir schon geschrieben, das ist ein Keeper, weil, ja, was sagst du zum Hals? Also ich glaube, deiner ist es nicht ganz so, oder? Ist okay, also ich bin ja erstaunlich flexibel bei Hilsen geworden inzwischen. Ja. Ich habe ja früher ausschließlich diesen Ibanez Flitzefingerhals gemocht. Ja. Und oh, die Softdrop, die gestimmt. Genau. Ich würde mal ganz kurz noch vielleicht zur Verarbeitung kommen, oder? Bevor wir mal was spielen. Ja. Also was mir aufgefallen ist, sind hier zum Beispiel hier solche, hier ist irgendwie reingeschliffen, ja. Genau, als hätte derjenige, der die vielleicht jetzt dann abgezogen hat, abgerutscht. Hier hast du so einen blinden Spot. Genau, das können wir vielleicht, falls wir nochmal Fotos machen. Nochmal genauer. Also die ist nicht optimal verarbeitet. Hier hast du auch irgendwas mit der Lackierung drauf. Ja, aber ganz ehrlich, mir gefällt es sonst gut und ich finde es eh gut, wenn die ein bisschen Charakter hat und wenn die hier und da nochmal ein paar Dings und Dongs kriegt, vielleicht mit über die Jahre, bin ich da gar nicht böse drum von. Deswegen stört mich. Also da ist jetzt nichts Gravierendes meiner Meinung nach irgendwie. Die Buntenden sind okay. Okay, die könnte man natürlich noch weiter abrunden. Und ich will ja auch noch ein bisschen mich im Gitarrenbau fortbilden, sage ich mal. Und das wäre vielleicht auch noch mal eine Aufgabe, die ich irgendwann mal mache, wenn ich mich ein bisschen besser mit auskenne. Mhm. Die ist übrigens made in Indonesien, nicht irgendwie in China irgendwie hergestellt oder so, sondern Indonesien, was ich, glaube ich, noch mal ein bisschen besser finde wie China. Aber gut. Ja, und eine Volute hat es auch hier oben. Genau. Gitarre-Tit. Ja, was wollte ich denn noch sagen? Achso, ich finde, das wirst du vielleicht beim Spielen merken, also die muss noch ein bisschen eingespielt werden. Die Bünde, die könnten noch so ein bisschen gepolished, also mehr poliert sein. Das reibt da einfach so ein bisschen dran. Ne? Ja. Ja, an sich die perfekte Gitarre. Ich glaube, du hättest natürlich noch gern gehabt, wenn die hier hinten noch ein Belly-Cut ein bisschen gehabt hätte. Ja, aber das ist halt bei einer... Bei einer Semi-Akustischen ist das halt schwierig, ne? Weil genau, dann verlierst du da quasi die Semi-Akustik da oben. Ne? Genau. Ja, gut. Ja, dann sag mal, wie fühlt es sich an hier in der Hand? Also, mit dem Hals? So fühlt es sich gut an. Der Hals ist so leicht satiniert auch, würde ich sagen. Fühlt sich schön flutschig an. Ich finde. Also, ich habe sie halt in die Hand genommen und fand den fast perfekt. Also, ich bin immer so hier, dass der so Music Man-mäßig sein soll und der geht schon so in die Richtung für mich. Ne? Also ich bin da wirklich sehr glücklich drüber eigentlich. Ah ja, ich weiß, was du meinst mit den Bünden. Ja. Vielleicht hört er uns auch. Ja. Ja, das ratscht noch ein bisschen, das geht natürlich beim Spielen weg oder je nachdem. Ich nehme an, du wirst demnächst wahrscheinlich nochmal frische Saiten drauf machen. Ja. Und wenn dann Elixier-Saiten drauf kommen, weiß nicht, ob du dann mit dem Radierer einmal über die Dings auch drüber gehst oder ob es... Wie gesagt, wenn ich da mal ein bisschen... Ich könnte mir die vorstellen, dass ich die auch nochmal ordentlich poliere, aber jetzt nicht heute und nicht morgen, ja. Mal irgendwann, wenn ich da so ein bisschen trainierter bin, ich will da, wie gesagt, will da ja ein bisschen ins Thema ein. Genau. Also die kürzere Mensur, ich habe das Gefühl, dass mal gleich irgendwie die Bendings lockerer von der Hand gehen. Ich habe ja vorhin hier auf der Fender Thinline Tele gespielt. Das merkt man schon, das ist irgendwie ein bisschen weicher. Obwohl es auch 10 bis 46 ist ja die gleiche Seitenstärke, die da drauf ist. Übrigens, die Halsform finde ich eigentlich ganz okay. Das ist ja bei Harley-Benden jetzt auch nicht immer so, wenn du da diese PRS-Kopien nimmst. Die finde ich furchtbar, die sehen ganz schlimm aus, ja. Und auch hier mit dem matten Finish und dem A finde ich eigentlich ganz schick eigentlich. So. Aber auch die Form halt, finde ich okay. Ja, besser als eine Epiphone auf jeden Fall. aber ich finde, also diese Harley-Benden-Schriftzug, das ist ja der Harry-Potter-Schriftzug, ne. Das finde ich jetzt nicht so glücklich. Aber gut. Insgesamt, wir müssen jetzt nochmal reinhören, ne? Aber für das Geld finde ich, ist das schon, also für die Ausstattung allein und wirklich top-Instrument. Ne? Ja. Stop-Tailpiece, Tunomatic-Brücke. Ja. Ja, dann machen wir die Maschine mal an. Der Volume-Pot, der ist so ein bisschen cremig, würde ich sagen, also so ein bisschen schwergängiger, ne? Und hier der Push-Pull, der ist ein bisschen leichtgängiger, da muss man dann aufpassen, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist nicht so, dass er richtig schwergängig ist, der so
Ja, nee, das ist okay. Also, so, hast du einen gewissen Widerstand. Ja, also je nachdem, wie die Pickups ausbalanciert sind, würde ich den Tonregler wahrscheinlich eh gar nicht benutzen. Von daher wäre für mich eventuell sogar ein Mod, hier einen Mini-Switch einzubauen, der die Coilsplit macht. Aber ansonsten, wenn man das wirklich benutzt, will man es ja auch nicht, dass es sich zu leicht verstellt. Ich weiß nicht, so Violineffekte ist eh nicht so dein Ding. Meine auch nicht. Ich nehme dann eher das Autoswell aus dem Helix. Genau. So. So. Gut, du kannst ja noch mal kurz anspielen jetzt hier ohne. Willst du sie so mal auf Standard-Tuning? Klingt jetzt nicht übermäßig brillant, so trocken spielt, nee, aber, schön mittig, knurrig. Kommt schon ordentlich was rüber, ja. Gut. Das ist jetzt Steg-Pickup. Ja. Ich schalte mal auf den Hals. Könnte auch mal nachgezogen werden. Hörst du schon das, was ich dir angekündigt habe? Der Hals-Pickup ist sehr dominant und es kommt ein richtiger Bass-Boost irgendwie, wenn man und da jetzt schaltet. Spiel noch mal jetzt den Hals und schalt dann mal um auf den Mittel, auf die Mittel. Man verliert nur ein bisschen. Es gibt marginal. Kaum einen Unterschied, ja. Er ist sehr dominant, er drückt den Steg-Pickup fast weg. Ja. Und du hattest ja schon gesagt, wie ist die Einstellung? Also jetzt rein optisch von, ist der näher dran auch am, rein optisch kannst du das nicht anders einstellen, meiner Meinung nach. Ja, also ich denke, man kann den schon noch ein bisschen rauskommen lassen, aber den weiter rein. Der holt ja nicht raus. Ne? Ja, also ein Versuch wäre es wert, ein bisschen rauszuholen. Hier vielleicht auf den Diskantseiten, aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass wenn du Rhythmus spielst, bist du ja eben, also ich bin zumindest immer auf dem Steg-Pickup. Wenn man dann Solo spielt und vielleicht kriegt man dann gerade dadurch, dass also für mich tut's der Hals-Humbucker nicht wirklich. Also das kann ich jetzt schon mal sagen, die werde ich austauschen. Ne? Auch nicht heute oder morgen unbedingt. Ich werde nochmal die ein oder andere Probe mit der Konfiguration spielen, aber die werde ich austauschen. Ja, also wenn man den Hals natürlich auf Single-Coil stellt, dann wird es... Dann crunchen wir mal ein bisschen, oder? Welchen willst du hier den? Thank you.
Also was mir auffällt, wenn es verzerrt ist, fällt es nicht mehr so stark ins Gewicht auf jeden Fall, weil man natürlich, weil die Vorstufe vom Amp natürlich das auffrisst, was da mehr Push kommt. Zumindest so, als wäre die Seitentrennung eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Also wird jetzt nicht alles irgendwie durcheinander gematscht, großartig. Auf Single Coil. Ja. Auch hier fällt jetzt natürlich der Lautstärkeunterschied ein bisschen ab, aber das ging jetzt schon ganz schön dünn irgendwie. Ja, das, ja genau, der klingt ein bisschen dünn, also der klingt auch langweilig, ne? Ja. Irgendwie. Ja, eigentlich müsste man, es wäre cool, wenn der jetzt programmierbar wäre, man hätte so Steg, gesplittet und voll mit dem Hammer. Da hörst du fast gar keinen Unterschied. Kaum noch Unterschiede. Soll ich nochmal hier Vollbrett? Gib mal Vollbrett. Solo. Den.
Mach nochmal, ich hab mal den Decay runter. Not too bad. Resümee, was würden wir sagen? Finde ich ganz cool. Also ich finde es eine richtig tolle Gitarre. Wenn man jetzt wenn man mal den einen oder anderen Mini-Verarbeitungsfehler vielleicht übersehen kann und die Pickups willig ist zu tauschen oder man damit leben kann. Ne? Das ist, wie gesagt, ich werde sie tauschen. Ich sag mal, kaufst du dir ein Set Dimatius, ja, bezahlt 200 Euro, dann bist du bei 600 Euro. Für das Geld kriegst du immer noch nicht so eine Gitarre und hast dann noch sogar noch Top-Pickups drin. Ne? Ja, das stimmt. Allerdings, wenn man sie weiterverkaufen will, muss man die Pickups wieder rausmachen, weil die 200 Euro extra, die zahlt euch kein Mensch. Naja gut, darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Es geht ja darum, taugt die Gitarre was? Ich finde die von der Ausstattung, das ist halt der Punkt, vielleicht, den man noch kurz erwähnen kann, natürlich, das ist natürlich nichts für Puristen hier. Das ist ja genau das Gegenteil, also genau das Beste für mich. Ja. Ich will zwar eine semi-akustische Gitarre haben, aber ruhig mit modernen Features, und genau das hat die, und deswegen habe ich es mir geholt und deswegen finde ich die richtig toll. Ja, ja. Also wirklich eine Electro-Spanish, wie man sie sich so als Player eigentlich vorstellt. Ja. Weil ihr wisst ja sonst, ES-335, vier Potis, die Klinkenbuchse in der Decke, ja. Pickup-Wahlschalter irgendwo hier unten, glaube ich. Ja, dann groß, ja, wie... Groß, genau. Ja, Double-Cut, ich mag Single-Cut lieber. Double-Cut finde ich okay, also das hätte mir auch schon noch gut gefallen, ja. Dann meistens mehr oder weniger die Lackierung halt, ist glänzend irgendwie, ne, shiny. Ja. Gut. Und ob der Hals irgendwie passt, ja. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Resümee haben wir gezogen. Ja. Würde ich sagen, Link in der Beschreibung noch, auch für die Gitarre. Wir kriegen ja jetzt kein Geld irgendwie. Wir haben die auch nicht gestellt bekommen. Die habe ich wirklich bezahlt von meinem Geld. Aber wenn ihr den Link benutzt bei Thomann, dann könnt ihr da, kriegen wir ein paar Prozente, dann könnt ihr uns noch unterstützen für unseren Podcast. Ne? Hört mal in den Podcast rein und checkt die Gitarre aus. Das ist wirklich, die kann was fürs Geld. Ja, ich bin sehr positiv überrascht. Ja. Wirklich schönes Stück. Alles klar, dann macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Cut.